Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen zum CMC Barbecue. Ich freue mich, dass Sie einschalten wieder in dem Format am heutigen Tag hier. Das reaktivierte 1-2-3 Top im Stundenchart vom Germany 30 nach einer 370-Punkte-Erholung, nachdem Chili Sciences, die werden wir uns auch gleich anschauen, bekannt gab, beziehungsweise nicht unbedingt offiziell, aber es ist so eine Info-Leak eines Chicagoer Kliniktests zu einem Coronavirus-Medikament rausgekommen, der positiv ausgefallen ist. Das führte zu einem Kurssprung nachbörslich, also 22:30 Uhr hier im DAX und eben auch in den US-Indizes. Wir haben hier in 1, 2, 3 Top, haben den Punkt 2 von dem 1, 2, 3 nochmal getestet. 10,752 war das heutige Tageshoch in ungefähr. Und wir gehen jetzt hier wieder drunter. 10,681,35 für alle Germany 30 Trader. Jetzt die Marke, die ja darüber entscheidet, ob das Top hier, wie es jetzt ist, aktiviert bleibt oder eben wir wieder drüber gehen und das Gegenteil gilt. Chili Sciences im Wochenkerzenchart bereits hier vor einem Jahr, ja gut 1,5 Jahren, mit einem Anfangsimpuls dann eigentlich seitwärts gelaufen. Nicht viel passiert. Und jetzt mit Corona und dem der Hoffnung darauf, dass eben dieses Mittel tatsächlich am Ende auch statistisch nachweisbar Vorteile bringt bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankten. Kann das Fieber senken, kann die Atemprobleme beheben. Das hat sich in der kleinen klinischen Studie in Chicago als erfolgreich erwiesen. Ob das belastbar ist über größere Behandlungszahlen, das muss noch geklärt werden. Ja, technisch 89,10 Schlusskurs gestern nachbörslich. Wir sind ein bisschen zurückgekommen jetzt hier in der V-Börse. Die Marke von 86,93 ist das 1,618er Extensionslevel aus dem 1,2,3-Boden. Heute Intraday ein möglicher ja, Widerstand oder Unterstützung, je nachdem. Also umkämpfte Marke kann man sich markieren hier für den Intraday-Handel. Tesla ebenso spannend. Ich schalte jetzt hier mal gerade kurz um auf das Layout von CMC Barbecue. Und räume ein bisschen den Chart auf. Große Bild im Nasdaq 100 ist jenes, das wir hier aus der Bodenbildung. Anfangsimpuls um 100% verlängert haben. Und jetzt sinken wir unter die 8.895 in der aktuellen 4-Stunden-Kerze. Auf Stundenbasis ist damit hier jetzt auch die Gefahr, dass wir in 32, 42 Minuten auch darunter schließen. Ja, dann hätten wir hier quasi ein 1, 2, 3 Top an der Projektionsmarke 100% aus diesem Boden, der hier vor einiger Zeit entstanden ist. Das Gold hat aus dem 1, 2, 3 Top hier nun auch die 1,618er nochmal getestet. 16,88, 24 ein Prozent im Minus. Auch Goldaktien dürften heute im Minus sein, weil natürlich, wenn der Goldpreis runtergeht, dass die schlechteren Vorgaben sind. Technisch kurzfristig Tesla im 5-Minuten-Chart von gestern Abend und 1, 2, 3 Top 748. Das dürfte aber bereits hinfällig sein, weil Tesla schon hier irgendwo im Bereich von 788 handelt. Ich weiß, den vorbörslichen Kurs habe ich gerade nicht, aber wir sind eben deutlich mit dem Gesamtmarkt auch bei Tesla weiter angestiegen. Da kommt heute in Play die 788er Marke, 788,44 vor allem. Interessant für alle, die hier Einzelaktien beobachten. Diese Marke dürfte umkämpft sein. Das ist aus dem 5-Minuten-Chart ein 1, 2, 3 Auslösepunkt vom 1, 2, 3 Top, das zu der Korrektur führte. Der Punkt 1 liegt genau dort. Und man sieht es auch in der nächst tiefere liegenden Marke. Ja, ist mit einem Gap übersprungen worden. Auf jeden Fall das zur Orientierung. 788 ist ein spannender Bereich von einem Abwärtsimpuls. Im 5-Minuten-Chart sieht man nicht mehr so richtig gut, aber Tesla schon 123% angestiegen. Ein nachbörslicher Schlusskurs 779. Ja, und damit schon
relativ nahe an der 788. Das wird auf jeden Fall spannend. Amazon, Rallye-Fortsetzung. Hier ist der 5-Minuten-Chart. 1,618er Fibonacci-Preiserweiterung aus dem Boden, aus dem Wochenchart. Sieht man, wie sie da sich da gestern draufgesetzt hat. Und ja, in dem Bereich waren dann immer auch Käufer. 2,377 liegt diese Marke, die man heute eben auch im laufenden Handel beobachten kann. Facebook, da ist immer noch die Frage, bekommen wir eine Bestätigung von der Bodenbildung? 172,45 ist diese Marke. Im 5-Minuten-Chart sieht man ja, erste Schwäche, hochgekauft, nochmal getestet, wieder hochgekauft. Also gestern hat die 172,45 gehalten, damit der Boden vorläufig bestätigt. Diese Marke ist die, die jetzt hier bei Facebook einen ganz guten Kontext bieten könnte. Netflix gestern auf neue Hochs ausgebrochen, hat dann aber hier im Handel irgendwann so ein 1, 2, 3 Top ausgebildet. Ultra kurzfristig also durchaus die Möglichkeit gegeben, dass wir hier unter Druck stehen, wobei wir hier über der 436 auch wieder ein 1, 2, 3 tief ausgebildet haben. Da wird es heute, wenn die stärker startet, bei 446,59 spannend. Da liegt das 1, 2, 3, das Top, der Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Top. Interessante Seitennotiz: Der DAX, der hat nicht mal 50% der Verluste aufgeholt. Der Tech DAX hier zu sehen, also Tech 30 Cash CFD, ist sowohl über seiner 20-Wochen-Linie als auch über dem 50% Retracement, hat also schon viel mehr wieder an Kursverlusten aufgeholt, als es die traditionellen Industriewerte im DAX gemacht haben. Und ähnlich geht es auch mit dem Dow Jones, der sich in den vergangenen Tagen weitaus schwächer entwickelte, als es der Nasdaq tat. Also das wird spannend heute, sich das dann auch anzuschauen. Vorläufige vorbörsliche Spanne. Trump hackt weiterhin auf der Weltgesundheitsorganisation rum, hat gerade getweetet, warum hat die Weltgesundheitsorganisation eine E-Mail aus Taiwan von den dortigen Gesundheitsministern Ende Dezember ignoriert. Da wurde die Warnung ausgesprochen, dass Coronavirus von Mensch zu Mensch sich übertragen könne. Hier eine offene, anklagende Frage in Richtung Peking von Donald Trump über Twitter. Fed, die Frau Mester sagt, dass das Reopening of the Economy, also ein Wiedereröffnen der US-Konjunktur, könnte vielleicht im dritten Quartal stattfinden. Also Juli onwards sozusagen. Trumps neueste Idee ist ja, den Kongress zu schließen und dann in der Zwischenzeit den regionalen Gouverneuren quasi eine Durchsetzungsverordnung zu übermitteln, dass sie also das von der Bundesregierung, also von seiner Regierung angeordnete Reopening mitmachen. Tja, mal gespannt. Moderna, einer der Aktien, die hier zu den Kursgewinnern zählen in der Vorbörse. Ein Plus von 18%. Biotech-Aktie aus den USA.
haben in der Pipeline einen möglichen Impfstoff für bzw. gegen das Coronavirus, haben von der Regierung in den USA 483 Millionen Dollar erhalten zur Finanzierung des Ganzen und der möglichst schnellen Marktreife. Hier ist die gesamte Entwicklung von der Aktie. Wenn man sich federführend hier diesen Anfangsimpuls anschaut, sind wir über die 2,618 gegangen. 47,46 wäre das nächste höhere Fibonacci-Level und wir handeln vorbörslich bei 48. Also sind angekommen an der 4,23er Extension bei Moderna, aktuell plus 18%. Und natürlich auch Chili Science ist heute spannend. Hier sehen wir vorbörslich auch kräftig im Plus, dürften hier an der 1,618er Extension aus dem Wochenchart Bodenbildung ankommen. Mal gucken, wo sie eröffnet. Russell 2000 zeitweise so deutlich im Plus, dass wir hier ein Limit-Up hatten. Der Handel also hier eingestellt wurde bei den mittelgroßen und kleinen Aktien aus den USA, den Nebenwerteindex Russell 2000. Technisch, ja, war gerade dabei auszubrechen, dann kam Corona und dann wurde das Ganze mit der Bodenbildung abgewehrt. Technisch im Wochenchart nun die Chance im Russell 2000 für eine Bodenbildung, wie es auch in den großen Indizes der Fall ist. 11,8275 ist hier ein Impuls hoch auf dem Wochenchart. Sieht man vielleicht hier im Tageschart noch besser. Bestätigt und mögliche weitere Aufwärtsbewegung, die bevorstehen könnte. Wenn die 11,8275 hält, gestern wurde sie verteidigt. Also heute große Freude darüber, dass man davon ausgeht, dass eben es einen Impfstoff geben könnte, dass also auch Trump sein Versprechen einer früheren Öffnung der US-Wirtschaft einhalten wird. Aber diese Art von Rallyes hatten wir in den letzten Zeit öfter. Da sind also viele geteilter Meinung, ob das auch wirklich am Ende so kommen kann und wird. Der Ölpreis, einer der Belastungsfaktoren, kurz gewesen von dem Limit Down, 10,6% im Minus, 17,60 Dollar aktuell nur noch. Mexiko ist der große Profiteur. Die haben Vorausverkäufe für die 2020er Produktion bei 49 Dollar gemacht. Ganz großer Gewinner Mexiko in diesem Umfeld. Sehen wir die typische Diskrepanz. Nasdaq nach oben, Dow Jones tickert hier nach unten, beziehungsweise kommt jetzt auch nach, bisschen zumindest. Alles innerhalb dieser blauen Grenzen ist erstmal eine Richtungssuche. Chili Sciences
unter der 1,618er in den Handel gekommen. Moderna über der 4,23er. Amazon minus 1%, 1,3%. Nothing Special testet nochmal die 2,377. Dort liegen der 1,618er Extension aus einer Bodenbildung im Wochenchart. Tesla plus 2,7%. Bisschen entfernt von der entscheidenden Marke 7,88. Und Netflix jetzt zerstört den Boden. Und wir sind an der 5,81er Extension 4,29,13 angelangt. Das ist die Zone, wo wir zum einen hier fast zumindest ein Gap Close haben. Und die 4,23 bis 5,81er ist ein Level, an dem man nach dem 1, 2, 3 wieder Ausschau halten könnte. Hängt natürlich auch alles vom Gesamtmarkt ab. Der US-30 hat hier seine fröhliche Kappe in die Ecke geworfen und geht auf Tauchstation. Nasdaq hat hier fast zwei fröhliche Kappen auf zurzeit. Indestructible. So scheint es. Russell kommt jetzt auch zurück. What a difference a day makes, oder auch 3 Stunden an der Börse. So, im Rücklauf können wir jetzt gucken, ob das jetzt hier klappt, was heute Morgen im DAX eben nicht klappte, nämlich ein klares Signal für Trendbewegung abwärts. Im Nasdaq auch mit einer Signalkerze jetzt, Signallinie 88-32-85. Und was wir jetzt nach Erfolg der bestätigten Ausbruch im US-30 nach unten noch bräuchten, ist quasi ein 1-2-3-Top. Also jetzt ein Unvermögen, höheres Hoch auszubilden und dann ein tieferes Tief. Dann hätten wir eine Validierungslinie, die uns anzeigt, okay, ist hier wirklich der Trend intakt abwärts oder ist da was unterbrochen? Wenn was unterbrochen ist, kann das oft eben auf eine Seitwärtsbewegung, eine bevorstehende hindeuten oder eben dann ein Schwenk in Richtung Aufwärtstrend. Hier 23,6 bei Netflix ist hier aus dem Wochenchart das alte Hoch, das alte Allzeithoch. 4,23,6 jetzt so gut wie kurz bevor stehend. Nasdaq hat jetzt auch die Signallinie unterschritten. Mal Goldaktien Barrick Gold anschauen. Na, kommt hier von der 2,61er zurück. 5 Minuten Chart, aber seit der Öffnung hochgekauft, ein wenig zumindest. Gerade wieder höheres Hoch. Also bisher ist der Abschluss quasi
mit einem 1, 2, 3 Top noch nicht erfolgt. Moderna rutscht unter die 4746. Also jetzt gucken wir, was aus diesem Abwärtsimpuls wird, ob sie wieder drüber kommen oder das als Widerstand bestätigen. US-30 jetzt von einem erhöhten Niveau und 1, 2, 3 Top möglich. Also wir machen ein höheres Hoch. Gerade gescheitert am höheren Hoch. Frage 24, 76, 49 werden die unterschritten. Dann hätten wir unsere Validierungslinie über ein 1, 2, 3 Top. Sie kämpfen, sie kämpfen, sie kämpfen. Gut, also da ist es 1, 2, 3. Bedeutet jetzt alles unter 24, 1, 16, 80 könnte eine Abwärtsbewegung, eine Trendbewegung abwärts zuzuordnen sein. Ein Anstieg darüber könnte zu einer Seitwärtsbewegung, eine Seitwärtsbewegung ankündigen oder eben den Schwenk in den Aufwärtstrend. Da müsste man dann einen 1-Minuten-Chart umschalten, um ein 1, 2, 3 tief zu erkennen. Nasdaq jetzt hier auch am Support, 100% Extension. Aus der vorbörslichen Spanne, aus den ersten 30 Minuten vor Börsenbeginn. Ich klinke mich an der Stelle wieder aus, sage Dankeschön fürs Einschalten, wünsche euch allen ein schönes Wochenende, erfolgreichen Trading-Tag heute. Bis Montag. Servus.